Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Feiertag und gehen jetzt frisch ans Werk. Allein, wenn ich mir den DAX heute Morgen anschaue, habe ich da so meine Zweifel. Liegt vielleicht an der gemischten Vorgabenseite Richtung USA. Rote Vorzeichen. Hier haben die Anleger reagiert auf enttäuschende Daten oder Aussagen seitens der amerikanischen Notenbank Fed zur Inflation. Wohl keine Zinssenkung in diesem Jahr. Auf der anderen Seite meldet Hongkong relativ stabile Kurse, da geht es nach oben. Und in Japan feiert man nach wie vor die goldene Woche. Es heißt also, ein Feiertag reiht sich an den anderen, dort also kein Börsenhandel. Der DAX-Anleger also auf sich allein gestellt. Wir starten zwar leicht im Plus, drehen dann aber doch ins Minus. Schauen wir auf die Top-Themen des Tages und wir sind ja drin in der Bilanzsaison. Deswegen haben wir zunächst einmal Fresenius, den Gesundheitskonzern. 2018 war ein schwieriges Jahr für Fresenius und 2019 scheint zumindest, was das erste Quartal angeht, ein gutes Jahr zu werden. Hier der Umsatz geht rauf um 8% auf 8,5 Milliarden. Das operative Ergebnis steigt um 2% auf 1,1 Milliarden. Das sieht also richtig gut aus. Die Analysten hatten nicht annähernd so gute Zahlen erwartet. Vielleicht noch mal kurz der Blick zurück. Warum war 2018 schwierig? Das Thema Geschäft mit den Krankenhäusern und das Dialysegeschäft, da hakte es. Aber mittlerweile, so sagt es Fresenius, hat sich diese Lage hier stabilisiert. Schauen wir da ganz kurz auf die Jahresprognose. Da hält Fresenius fest. Anders Volkswagen, hier läuft das Geschäft relativ schleppend, die Autokonjunktur hinkt, ist ja im Prinzip keine neue Nachricht, aber jetzt schauen wir das an, sehen wir das auch entsprechend an den Zahlen. Hier geht das Ergebnis vor Zinsen und Steuern zurück von 4,2 auf 3,9 Milliarden und erschwerend kommt hinzu, dass Volkswagen 1 Milliarde Euro Rückstellung bildet für Rechtsrisiken. Welche das sind, sagt man nicht explizit, aber ich denke, das muss man auch gar nicht so definieren. Alle wissen, worum gesprochen wird oder worüber gesprochen wird. Man hat bei Volkswagen mehr teure Autos verkauft, aber insgesamt gingen die Absatzzahlen zurück. Außerdem steigen die Kosten und deswegen stellt Volkswagen die Jahresprognose unter dem Vorbehalt, dass es keine großartigen Sondereinflüsse gibt. Wir schauen noch ganz kurz bei Shell vorbei, den Öl- und Gasmulti. Ölpreise relativ schwach gewesen, deswegen hatte man hier mit schwächeren Zahlen gerechnet. Wir sind zwar, was das Zahlenwerk angeht, auch etwas nach unten gerutscht. Der Gewinn ist zurückgegangen auf 5,3 Milliarden. Das ist also weniger als im Vorjahr, aber deutlich mehr als die Analysten erwartet hatten. Das heißt, die Schwäche im Ölgeschäft konnte man kompensieren durch höhere Preise im Geschäft mit Flüssiggas. Die Dividende bleibt unverändert bei 47 Cent und außerdem kauft Shell eigene Aktien zurück. Wir schauen noch ganz kurz auf die Zahlen des Tages. Der DAX startet leicht im Plus, dreht dann ins Minus. Dow Jones mit roten Vorzeichen, Euro unverändert und Gold relativ kräftig im Minus.